Herzlich willkommen im Stadtwerke Düsseldorf Fanblog hautnah mit Lukas Schmitz. Hallo Lukas. Hallo. Wir sind gerade hier im Fanshop am Flingerbruch, haben uns ein bisschen eingedeckt mit Fanutensilien. Das ist aber natürlich nicht der Grund, warum wir hier sind. Der Lukas hat nämlich mit dem Kids Club ein bisschen Ostereiersuche hier gemacht im Fanshop. Was habt ihr alles so gefunden? Schokolade in allen Formen und Größen. Ja, die Kinder haben gute Erfahrungen gemacht, glaube ich. Sehr zielstrebig sind sie zur Sache gegangen und wir waren dann schnell durch. Dein Sohn ist jetzt ein Jahr ungefähr, anderthalb Jahre. Da ist es wahrscheinlich noch ein bisschen hin mit der Ostereiersuche. Er ist 14 Monate, genau. Aber wenn wir ihm irgendwie Buntes in den Garten legen, dann kommt er auch auf den Trichter, dass er die suchen muss. Mal schauen, wie er sich schlägt über die Feiertage. Läuft er denn schon? Sieht man schon, dass er ein Fußballer wird? Sprintet. Er sprintet. Ja, also entweder ausruhen oder sprinten. Das sind so seine beiden Abläufe, die er drin hat. Nee, der ist unheimlich aktiv und verlangt dem Vater viel ab. Wie ist das denn bei dir? Ostern, Weihnachten, sind das Feste, die dir am Herzen liegen oder bist du da gar nicht so drin? Liegt mir schon am Herzen, aber ja, die Möglichkeiten sind jetzt dieses Mal nicht so groß. Wir spielen Sonntag in Dresden, haben dann den Ostermontag, wo wir dann zu Hause sind. Und ich gehe das ganz ruhig in der Familie an. Das heißt, Ostermontag dann mit der Familie, ein bisschen im Garten, wenn das Wetter mitspielt und dann Kaffee und Kuchen, ganz, ganz klassisch und ruhig. Genauso. Wie ist das sonst so bei dir mit der Kirche? Bist du da zwischendurch mal zu finden oder bist du eher atheistisch veranlagt? Ich bin ab und zu mal in der Kirche, also zu Weihnachten immer, aber sonst, wie es die Zeit mal zulässt, nicht so regelmäßig, wie ich es mir wünschen würde, aber ab und zu gehe ich mal ganz gerne. Das heißt, dann warst du wahrscheinlich auch Weihnachten zum letzten Mal in der Kirche. Wann hast du das letzte Mal so für dich gebetet? Schon lange her, muss ich ehrlich sagen. Kann ich mich jetzt aus dem Stegreif nicht dran erinnern. Weil es gibt ja auch Spieler, überall sieht man es, ob es jetzt Moslems sind oder Christen, welcher Religion auch immer, da wird vor dem Spiel manchmal noch gebetet. Wie stehst du dazu oder hast du irgendwas, was du vorm Spiel unbedingt abziehen musst, um nochmal so ein bisschen geistig ins Spiel reinzukommen? Ach, jeder hat ja so seine Marotten, wie er sich konzentriert, wie er sich fokussiert und ich mache mir natürlich auch meine Gedanken, höre ein bisschen Musik, aber ich bin da eigentlich relativ locker. Also ich bete nicht, sondern ja, suche eigentlich so ein bisschen mehr, dass man ein bisschen in Rhythmus kommt, dass man schon ein bisschen heiß ist und das ist eigentlich so das, was ich mir jetzt über die Jahre angeeignet habe. Was hörst du dann für Musik, wenn du in Schwingung kommen willst, wahrscheinlich kein Blues oder sowas. Nee, aber eigentlich gemischte Geschichten. Ja, keine besondere Richtung eigentlich. Was wir noch ganz kurz über Lukas erfahren können, das machen wir jetzt ganz schnell in 95 Sekunden mit einem kleinen Fragendonnerwetter und dann geht's sofort weiter. Lukas, gehst du lieber ins Restaurant oder in den Club? Ins Restaurant. Magst du lieber alte oder moderne Möbel? Moderne. Welcher Fortune kommt immer gut gestylt zum Training? Ilas Bebu. Bist du lieber online oder lieber offline? Offline. Welcher Fortune fährt die geilste Karre? Alex Matlow. Welcher Fortune ist der beste an der PlayStation? Keine Ahnung. Wer hat den besten Klamottengeschmack? Ich will ja meine Klamotten auf, weil sie mir gefallen. Also Lukas Schmitz also. Ja. Bist du ein Hundetyp oder ein Katzentyp? Hunde. Fleisch oder Gemüse? Fisch. Wer ist der witzigste Fortune? Axel Bellinghausen. Isst du lieber Süßes oder Salziges? Salziges. Urlaub lieber im Hotel oder im Zelt? Im Hotel. Spielst du lieber Freitagabends oder Montagabends? Freitagabends. Lieber TV oder lieber Kino? Kino. Wer fährt das teuerste Auto bei der Fortuna? Alex Matlung. Bier oder Wein? Beides nicht. Mit wem macht kein Zweikampf Spaß bei der Fortuna? Ilas Bebu. Bist du eher laut oder leise? Auch dazwischen. Ja, zurück zur Normalität. Lukas, ich könnte mir vorstellen, dein Alltag, der ist ziemlich ausgefüllt. Du musst dich um deine Familie kümmern, der Fußball spielt natürlich noch eine große Rolle und du studierst auch. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Bist du ein sehr guter Organisator?
Da wird man zu, glaube ich, wenn man so ein paar Sachen unter einen Hut bekommen muss. Ja, die Summe, die man auf dem Platz steht, in unserem Job ist nicht so groß. Man hat halt vorgegebene Zeiten, das ist der Nachteil. Aber man muss einen genauen Wochenplan führen und wenn, ja, wenn der Kleine abends schläft, dann ist es nicht mehr wie früher, dass man nochmal ins Kino geht oder auf der Couch eine Serie guckt, sondern dann muss man ab und zu auch nochmal was tun. Du studierst Wirtschaftswissenschaft, weil du nicht... Wirtschaftsrecht. Wirtschaftsrecht, weil du immer einen Plan B haben wolltest für nach dem Fußball? Richtig, ja. Also ich sehe das so ein bisschen, um die Möglichkeiten offen zu halten, dass ich ja, später was Anspruchsvolles machen möchte. Ich möchte nicht mit 35 mit dem Fußball aufhören und dann sagen, ja, was nun? Sondern ich möchte einen Plan haben, möchte vorbereitet sein und da habe ich, glaube ich, durch dieses Studium viele Möglichkeiten. Was packt dich gerade so am Wirtschaftsrecht? Hättest ja auch Sport studieren können oder Philosophie, Sozialwissenschaften. Ja, ich glaube die Kombination, also die wirtschaftlichen Grundlagen sind einfach wichtig, um mal einen Überblick zu haben. Und die rechtliche Seite, ja, die geht mir gut von der Hand, das liegt mir, das habe ich festgestellt und ja, deswegen die Wahl darauf. Das heißt, du siehst deine Zukunft auch gar nicht unbedingt im Fußball, kannst du dir auch vorstellen, was ganz anderes zu machen? Kann ich mir, aber ich kann mir auch vorstellen, im Fußball zu bleiben. Also ich weiß es noch nicht, dazu bin ich noch zu jung. Aber ich habe ein sehr gutes Gefühl dabei, dass ich ja, dann einfach vor der Wahl stehe und ich möchte nicht abhängig sein von jemandem oder von irgendeinem Verein oder wem auch immer, sondern ich möchte dann selbst entscheiden können, wo es für mich hingeht und das ist mir sehr wichtig. Fällt dir das Lernen denn im Allgemeinen leicht? Also in der Schule, da ist man ja voll in dem Rhythmus drin, aber wenn man dann ein paar Jahre nichts gemacht hat, sich dann wieder vor die Bücher zu hocken, könnte ich mir vorstellen, ist jetzt nicht so leicht. Gerade am Anfang muss man sich wahrscheinlich ordentlich aufraffen. Richtig, mittlerweile habe ich das jetzt schon wieder ein paar Jahre gemacht, bin jetzt an meiner Bachelorarbeit dran, aber klar, in der Anfangszeit, nach ein paar Jahren Pause, war es eine Umstellung auf jeden Fall, da musste man ja die Disziplin auch wieder reinbekommen, aber ich habe es dann irgendwann geschafft, ja. Wie war Lukas Schmitz denn als Schüler? Ganz gut. Fleißig dann aber auch oder auch mussten da die Eltern dann mal sagen, so Lukas, jetzt aber mal erstmal die Hausarbeiten und dann kannst du auf den Fußballplatz gehen. Ja, mit 15, 16, 17 hat man natürlich alle möglichen Flausen im Kopf. Das fällt einem hinterher dann erst ein, dass man, wenn man ein bisschen ja, cleverer gewesen wäre mit seinen Dingen, die man so macht, dass man sich da einige Probleme ersparen konnte, aber ja, meine Eltern mussten auch schon mal den rechten Weg weisen, aber dann war es, glaube ich, für alle ganz okay. Was waren so deine Lieblingsfächer, abgesehen von Sport? Englisch. Das hast du auch noch vollkommen drauf? Ja, ich war mal ein Jahr in Amerika zwischendurch, habe das dann auch als Schwerpunkt im Abi gehabt und das lag mir und immer noch finde ich das natürlich als Weltsprache sehr angenehm, dass man sich damit überall verständigen kann und deswegen bin ich da auch noch ganz gut drin. Jetzt, Sebastian Schweinsteiger gerade nach Amerika gegangen ist, wäre das auch ein Thema für dich? Könntest du dir das vorstellen? Auf jeden Fall. Also das ist ein Abenteuer, wie viele andere Länder auch. Weiß nicht, Australien oder sind einige, die mich reizen würden, aber bitte erst in ein paar Jahren. Ja, und jetzt gibt es ja erstmal noch das Abenteuer Fortuna. Für das wünschen wir dir auf jeden Fall erstmal noch viel Glück für den Rest der Saison. Vielen Dank für das Gespräch, Lukas. Dankeschön. Liebe Zuschauer, das war's schon wieder aus dem Stadtwerke Düsseldorf Fanblog. Hautnah mit Lukas Schmitz. In der nächsten Woche gibt es natürlich wieder eine neue Folge. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche. Machen Sie es gut. Tschüss.